ersten Dialogs mit Mut und Freiheit. Es war eine Arbeit der kirchlichen Synodalität, die sehr konstruktiv verlaufen ist. Wir von den Ostkirchen sind an Synoden gewöhnt und auch an die Synodalität. Aber die Synodalität mit der ganzen Kirche zu spüren, ist etwas ganz Besonderes. Dank des Heiligen Geistes. Das kann man sonst nirgendwo finden, eben nur in der katholischen Kirche. Wir waren geeint, trotz der Unterschiede unserer Länder, unserer Sprachen und unserer Kulturen. Denn Christus eint uns und sendet uns auf die gleiche Sendung, um das Evangelium zu verkünden, unseren Schwestern und Brüdern zu dienen in Freude und Begeisterung. Die ganze katholische Kirche war bei der Synode mitpräsent durch ihre Vertreter, aber im Besonderen in der Präsenz des Heiligen Vaters Nachfolger Petri, Oberhaupt und Vater der Kirche. Durch seine Präsenz, die fast alltäglich gegeben war, und durch sein sanftmütiges Hören und seine väterliche Begleitung, durch seine prophetischen Worte, kam es zu diesem Schlussdokument, auch wenn es mühsam war. Sicherlich wird dies ein Bezugspunkt für eine neue Pastoral in unseren verschiedenen Diözesen werden. Und somit kehren wir nach Hause zurück mit vielen Ideen und Plänen für die Zukunft. Die Synode war eine Gabe für uns und für die Gesamtkirche. Das, was wir als Kraftpunkte herauskristallisiert hatten, haben wir erleben dürfen mit einer tiefen Bewusstsein, mit Geschwisterlichkeit, Dynamik und Frohmut. Wir sind wirklich berührt, belebt, verwandelt. Wir haben einen Weg des Hörens beschritten, der Unterscheidung und der Begleitung, die außerordentlich für uns war. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Jugendlichen und die Gläubigen. Diesen Weg haben wir mit sehr viel Liebe und Communio zurückgelegt unter eurer Führung, Heiliger Vater. Heiliger Vater, Sie sind nicht allein. Mit all unseren katholischen Bischöfen in der Welt, die wir vertreten, sind wir an ihrer Seite. Wir sind in ganzheitlicher Kommunion mit ihnen vereint, vereint im Gebet und in der Hoffnung. Denken Sie daran, Millionen von Gläubigen beten täglich für Sie. Viele Männer und Frauen guten Willens bewundern ihre Worte und Gesten für eine Welt größerer Geschwisterlichkeit, Gerechtigkeit und Friedens. Fürchten wir uns nicht. Ein arabisches Wort sagt, ich sage das nicht auf Arabisch, sondern auf Italienisch. Der Obstbaum wird mit Bäumen geschlagen. Er möge mit Vertrauen weitermachen. Ach nein, das Schiff Petri bleibt trotz aller Wellen fest, denn Jesus ist in ihr und wird sie nie untergehen lassen. Entschuldigung, ich hatte mich verfranst. Mit ihnen werden die Herausforderungen überwunden mit Glaube, Gebet, Barmherzigkeit, Aufrichtigkeit und Standfestigkeit, Integrität und Transparenz.
Alles ist klar, nichts wird verborgen. Wir müssen an die Treue denken und an das, was Tausende von Bischöfen, Priestern und Ordensleuten in ihrer Sendung vollbringen. Heute beschließen wir diese Synode und wir erneuern unsere Liebe Gott und seiner Kirche bis zum Ende. Ich lade alle jungen Menschen dieser Welt ein, ihre Stimme erklingen zu lassen und ihr Charisma einzusetzen, um eine Gesellschaft aufzubauen, die geschwisterlicher und gerechter und friedlicher ist. Abschließend möchte ich an den Heiligen Vater appellieren, an die Synodenväter und an die jungen Menschen. Vergesst die Christen im Orient nicht. Wenn der Osten keine Christen mehr hat, dann wird das Christentum ohne Wurzeln bleiben. Wir brauchen Ihre Unterstützung. Aus humanitärer, spiritueller Sicht. Wir benötigen Ihre Solidarität, Freundschaft und Nähe, bis das Unwetter vorübergezogen ist. Tausend Dank dem Generalsekretär Kardinal Lorenzo Baldisseri. Dem Untersekretär seiner Exzellenz Monsignor Fabio Fabene. Und ihren Mitarbeitern und allen denjenigen, die für diese Synode gearbeitet haben. Alles war hervorragend. Der Herr und seine Mutter segnen euch und segnen die Kirche. Dankeschön. Heiliger Vater, Seligkeiten, Eminenzen, Exzellenzen, liebe Brüder und Schwestern, liebe Jugendliche. Zum Abschluss dieser Synodalversammlung bin ich sehr glücklich, dass ich nun allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen ein tief empfundenes Dankeschön entbieten darf. Eine Erfahrung der tiefen kirchlichen Kommunio im Glauben gelebt und aus tiefstem Herzen von uns allen, die wir aus allen Teilen der Welt angereist sind. Das gesamte Gottesvolk hat uns auf dieser Synode im Gebet begleitet, die Hirten begleitet, die mit ihnen, Heiliger Vater, in Gesten der Solidarität und Sympathie verbunden waren. Seit der Erstankündigung der Synode haben sich Jugendliche in aller Welt auf den Weg gemacht, um ihre Nähe zu den Hirten zu bekunden und um Gehör zu werden. Wir erlebten hohe Momente, wie zum Beispiel während der Vorsynode und den Austausch und die Wechselseitigkeit mit Hilfe vieler Kontakte online, auch während der Tage der Synodalversammlung. Heiliger Vater, gestatten Sie mir, dass ich mich zunächst an Sie wende, an die Jugendlichen. Danken möchte ich Ihnen für Ihre Präsenz, für Ihre Beiträge, Ihre Begeisterungsfähigkeit, Ihre Wortbeiträge und Vorschläge. Sie haben uns die Frische Ihrer Jugend, die Großherzigkeit, Fantasie und Unternehmergeist gezeigt. Ich spreche im Namen aller Teilnehmer und des Heiligen Vaters, wenn ich Ihnen meinen Dank bekunde. Heiliger Vater,
Vielen Dank für die Einberufung nach Rom, sodass wir diese Synodalversammlung zelebrieren durften. Wir fühlen uns Ihnen sehr nahe und möchten Ihnen unsere tiefe Nähe und Unterstützung im Petrusdienst darbieten. Ihre Nähe hat uns tief bewegt und geholfen, dass wir diese Tage heiter und geschwisterlich erleben konnten. Es waren intensive Tage, reich an spirituellen Überlegungen und mit wichtigen pastoralen Beiträgen, mit denen wir das schöne, strahlende und plurale Antlitz der Kirche, die auf allen Kontinenten präsent ist, aufzeigen konnten. Es gab von Seiten aller einen großen Einsatz im Sinne der Zelebration dieser Synode. Mein Dank geht an die vier Präsidentendelegaten, den Generalrelator, ganz besonders an die beiden Sondersekretäre. Il sottosegretario, Monsignor Fabio. An den Untersekretär Monsignor Fabene von der Bischofssynode, die intensiv in diesen Wochen gearbeitet haben. Meine Dankbarkeit bekunde ich gegenüber allen Synodenvätern, die in dieser Aula die Stimme der gesamten Kirche haben erklingen lassen. Und mit Ihnen danke ich auch den brüderlichen Delegaten, die mit ihrer Gegenwart den ökumenischen Geist in diese Versammlung getragen haben. Gli uditori in particolare den Auditores, vor allem den Jugendlichen, die unsere Beratungen mit Leben gefüllt haben, und den Experten, die ihre Kompetenzen dargeboten haben und nächtelang gearbeitet haben an diesem Abschlussdokument. Gleichfalls danken wir allen, die mitgewirkt haben, den Offizialen, den Mitarbeitern des Sekretariats, den Presseattachés, Assistenten, Dolmetscherinnen, den Technikern, dem Servicepersonal. Wir danken Ihnen allen. Wir danken der Regie, den Dolmetscherinnen. Und Maria, der jungen Mutter und jungen Frau in der Kirche, vertrauen wir die Erfahrung an, die wir hier in der Versammlung erlebt haben, damit sie auf dem Weg, der vor uns liegt, den Geist der missionarischen Jüngerschaft wecken möge, mit dem wir vom Auferstandenen in die Welt entsandt werden. Danke. Auch ich möchte Dank sagen, Ihnen allen, dem Kardinal Baldisseri, Monsignor Fabene, den Präsidentendelegaten, den Relatores, den Untersekretären. Ich sagte, Sie haben wirklich mit vollstem Einsatz am Schlussdokument gearbeitet. Man kann das so gut wie gar nicht mehr steigern. Vielen Dank an alle Experten. Wir sahen, wie man von einem Märtyrertext zu einer Märtyrerkommission übergehen kann. Vielen Dank für diese Berichte und diese Pönitentia. Vielen Dank an Sie alle, an die Auditores, vor allem auch an die Jugendlichen,
die uns ihre Musik in die Aula gebracht haben. Mit Musik möchte ich diplomatisch sagen, dass es ein schöner Lärm war. Zwei kleine Dinge, die mir am Herzen liegen. Ich möchte noch einmal bekräftigen, dass die Synode kein Parlament ist, sondern ein geschützter Raum, damit der Heilige Geist wirken kann. Informationen, die erteilt werden, sind daher allgemein. Es geht nicht in Partikularfragen hinein. Und in die Dinge, mit denen der Heilige Geist mit uns wirkt. Es ist ein geschützter Raum. Vergessen wir es nicht. Hier hat der Heilige Geist gewirkt. Und zweitens, die Kraft der Synode liegt nicht in einem Dokument. Dokumente haben wir sehr viele. Ich weiß nicht, ob dieses Dokument außen etwas bewirken kann. Was ich aber weiß, ist, was es in uns bewirken muss. Wir haben das Dokument als Kommission erarbeitet. Wir haben die Modi geprüft und das Dokument approbiert. Und nun gibt uns der Heilige Geist das Dokument zurück, damit es in unseren Herzen wirken möge. Wir sind die Adressaten dieses Dokuments. Das dürfen wir nicht vergessen. Dieses Dokument muss Wirkung zeitigen. Wir müssen es ins Gebet schließen. Wir müssen es studieren, nachprüfen, sondieren. Vor allem wendet es sich an uns, auch an sehr viele andere. Doch wir sind die allerersten Adressaten. Der Heilige Geist hat diesen gesamten Prozess bewirkt und trägt es an uns zurück. Vergessen wir das nicht. Und drittens, ich denke an unsere Mutter, an unsere heilige Mutter Kirche. Die letzten drei Zahlen zur Heiligkeit zeigen uns, was die Kirche ist. Die Kirche ist heilig, doch wir Kinder sind Sünder. Wir alle sind Sünder. Vergessen wir nicht die Casta Meretrix, die heilige Kirche, die heilige Mutter, aber die sündigen Kinder. Aufgrund unserer Sünden können große Anklagende daraus Nutzen ziehen. Bei Job lesen wir, dass dies stets in Bewegung ist, um zu prüfen, wer angeklagt werden kann. Und im Moment klagt man uns sehr heftig an. Diese Anklage wird auch zur Verfolgung, sage ich, an den Präsidenten gewandt, sein Volk ist verfolgt und so viele im Orient sind es, auch anderswo. Und daraus ergibt sich auch eine andere Form der Anklage, der ständigen Anprangerung, um die Kirche zu beschmutzen. Doch die Kirche darf nicht beschmutzt werden. Wir Kinder sind alle schmutzig, doch die Mutter ist es nicht. Und jetzt ist der Moment gekommen, die Mutter zu verteidigen gegen die lautstark Anklagenden durch das Gebet und durch die Buße. Darum habe ich in diesem Monat, der nun zu Ende geht, gebeten. Beten wir zu den Erzengeln, beten wir zu den Heiligen für unsere Mutterkirche. Tun wir es. Es ist ein schwieriger Moment. Der Ankläger will durch uns die Mutter anklagen und die Mutter dürfen wir nicht anrühren. Das sage ich aus tiefstem Herzen. Und der Heilige Geist schenkt uns nun dieses Dokument für uns alle, auch für mich, damit wir darüber nachdenken, was es uns zu sagen hat.
ein herzliches Dankeschön an alle und jede von Ihnen. Vielen Dank. Und jetzt mit einem Dankeslied, nämlich das Te Deum. Sie haben Ihr Büchlein auf Seite 65, finden Sie das Te Deum. Seite 65. Eine Kapelle Sistina, die ci guida. Die Sixtinische Kapelle begleitet uns. Patre, omnis terra veneratur. Tibi cherubim et serafi, incessabili voce proclama. Sanctus. Plenis uncedi et terra, Majestatis glorie tue. Te profetarum laudabilis numerum. Te per orbem terrarum, Santa confitetur ecclesia. Venerandum tuum verum, et unicum filium. Tu res gloriae Christe. Tu ad liberandum susceptoros homine, non oruis tibi virginis uterum. Tu ad esteram Dei sedes in gloria Patris. Ergo questum monstui famuli suveni, cos precioso sanguine redemisti.
Salvum fac populum tuum Domine, et benedicere deitati tuae. Per singulos dies benedicimus te. Vignare Domine die Isto, sine peccato nos custodire. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem ad modus peravimus in te. Maria Mater Ecclesiae. Buona cena, buon riposo. Ein angenehmes Abendessen und eine gute Nachtruhe. Sono preoccupato per quello che...